Bienvenidos in Argentina. Bienvenidos a Clic-Clac. Es ist eine Freude, heute hier zu sein. Schauen Sie das mal an. Das ist das Colón-Theater. Hier habe ich eigentlich vor 20 Jahren mit 12 Jahren alt hier gespielt und seitdem nie mehr hier in diesem wunderbaren Theater gespielt. Jetzt in kurzer Zeit fängt mein Rezital an. Ich bin natürlich sehr glücklich und natürlich auch sehr berührt, überhaupt hier wieder zu sein. Wir haben in dieser Sendung eine ganz, ganz schöne Sachen und Informationen aus Buenos Aires und überhaupt aus Argentinien. Bleiben Sie dabei, natürlich wird es auch Tango gezeigt werden. Bis bald. In Argentinien ist, natürlich tanzen ist das sehr wichtig. Gibt es natürlich Leute auf der Straße, die auch Tango tanzen, aber auch fantastische Shows. Und wir haben hier jemanden getroffen, die beste Tango-Tänzerin, vielleicht Magdalena. Leidenschaft und Gespür, das ist das Wichtigste beim Tango. Klar, auch die Technik, die Schritte, aber das Wichtigste ist das Gefühl. That is the only dance in the world, for example, that I know you, I don't know. Tango ist der einzige Tanz in der Welt, bei dem du jemand, kaum dass du ihn bei einer Milonga kennengelernt hast, sofort umarmst. Du hast innigen Körperkontakt. Ich versuche, mich so gehen zu lassen, dass ich mit dem anderen verschmelze. Es ist wirklich ein sehr intimer Tanz. Very, I don't know how to say in English, intimo. Intimo. It's very intimo. Could you ever dance? Könnten Sie mit jemandem tanzen, den Sie gar nicht mögen? Yes. Ja. Ja, sicher. Of course. Ich muss einfach versuchen, professionell zu tanzen. Professionell mit meinen Gefühlen umzugehen und einfach denken, hey, das ist überhaupt der tollste Typ auf der Welt. The most beauty dancer, for example. Ich bin hier im Foyer vom Colón Theater. Und wenn man eigentlich diese Architektur sieht, kann man auch verstehen, was eigentlich ein Argentinier richtig ist. Natürlich, in Argentinien sind sehr viele Menschen Auswanderer. Ne? Der Argentinier ist eigentlich ein sehr stolzer Mensch, ein Mensch, der eigentlich sehr emotional ist und ein Mensch, der auch natürlich Europa, ja, davon sehr beeindruckt ist. Und natürlich ein kleiner Komplex gegenüber Europa gibt es auch. Als Argentinierin außerhalb von Argentinien Erfolg zu haben und dann wieder zurückzukommen, hat man eine ganz andere Position in diesem Land. Ich glaube sowieso, es ist nicht nur hier so, es ist wahrscheinlich in vielen Ländern so. Das ist das Colón-Theater. Hier habe ich vor 20 Jahren mit 12 Jahren alt hier gespielt und seitdem nie mehr hier in diesem wunderbaren Theater gespielt. 3500 Leute passen in diesem Theater rein. Das ist für ein Rezital natürlich extrem ein Luxus und auch gleichzeitig ein bisschen schwer. Ich möchte Ihnen meinen Klavierpartner vorstellen, der Bertrand Chamayoumi. Wir sind sehr gute Freunde, auch nicht nur für die Konzerte sind wir natürlich oft in Proben zusammen, aber auch auf die Reisen sind natürlich Momente, wo man einfach gemeinsam erlebt und sehr wichtig ist für mich, einfach einen richtigen Freund dabei zu haben.
Das ist schon ein fantastischer Ort hier. Ich habe ja schon ein paar Mal hier spielen dürfen und jedes Mal denke ich mir, wow. Was für ein irres italienisches Theater mitten in Südamerika. Und noch größer als die Scala. Wow, das haut einen um. Und jetzt hier mit Sol zu spielen, das wird einfach eine tolle Sache. Sie sehen, ich habe ja auch überhaupt gar keinen Stress. Denn schon als wir das allererste Mal vor Jahren zusammen gespielt haben, war das, wie wenn sich zwei Freunde unterhalten. Und so wird das hier auch eine ganz einfache Sache. Wir in der Lobby und ich habe eigentlich das Riesenglück, endlich nach mehr als 20 Jahren, den ich nicht mehr gesehen habe, meinen Lehrer zu finden. Eine meiner ersten Lehrer hier in Buenos Aires, Leo Viola. Und Leo Viola hat mich eigentlich von 5 Jahre altes Kind eigentlich genommen und leider bin ich dann nach Europa gegangen. Aber er hat gesagt, heute zum Bertrand Chamayou, der Pianist, hat gesagt eigentlich, ich bin der Schuldig hier dran. Leo, que gusto verte. Realmente hace tantos años. Es sind so viele Jahre. Ja, und du hast dich ganz schön verändert. Aus dem kleinen Mädchen ist eine schöne Frau geworden. Als ich ein kleines Mädchen war, hättest du dir vorstellen können, dass ich nach 20 Jahren hier im Colón auftreten werde? Desde chiquita con el pequeño violonchelo, cuando te decíamos tocar esa nota, instintivamente tú ponías tu segundo dedo. ¿Sabes? Y yo decía, no, traté de tocar con el cuarto. No, me gusta así, porque ya cantaba distinto. Er sagt, dass ich ganz klein war, so mit 7 Jahre alt zum Beispiel, habe ich so eine Note gespielt. Und eigentlich hat mir gesagt, bitte mit dem vierten Finger. Aber diesen Finger hatte nicht so eine schöne Kraft und ein schöner Klang wie der zweite. Und ich habe immer automatisch mit dem zweiten gespielt. Und er hat immer sich gefragt, warum spiele ich mit dem zweiten Finger? Und dann hat mich gefragt, warum spielst du nicht mit dem vierten? Dann ist es eigentlich viel logisch. Und ich habe ihm gesagt, nein, weil dieser Klangvorstellung gefällt mir überhaupt nicht. Und er hat gesagt, das war für ihn schon ein Grund, warum es wichtig war, eigentlich mit mir weiterzumachen. Weil er fand, jeder muss eigentlich seinen eigenen Wünschen und Klangvorstellungen haben können. Cuando te conocí en Córdoba, en Collegium, es verdad. Te llevó tu mamá. Y vos tenías 5 años. Y el cello era así. Ich war 5 Jahre alt und das Cello war so groß, als mich kennengelernt hat in Córdoba. Tenía 5 años. Y ahí empezamos a trabajar. Y bueno, y del dedo esto, y después con el arco también, ejercicios para tocar el arco. Y entonces tenías un arco muy largo, porque no era para el cello. Entonces, bueno, no importa, con un pequeño papel o con tiza marcar que era hasta ahí nomás que toca, porque no podías tocar con un arco. Also in dieser Zeit habe ich natürlich ein Cello gehabt, der schon eigentlich zu groß war für mich. Und mein Bogen war total nicht anpassend, so lang. Und dann hat er gedacht, okay, was können wir machen? Meine Eltern konnten nicht einen anderen Bogen kaufen. Und irgendwie musste man das lösen, das Problem. Dann hat er mit Kreide, mit weißer Kreide, eigentlich einen Zirkel gemacht, eine Linie, damit ich weiß, dass bis dahin ist mein Bogen eigentlich erlaubt. Grazie, Leo. Qué lindo, gracias, un placer. Vale. Sí.
Un retorno con gloria. Was für eine gloriose Rückkehr. Ich habe sie damals als kleines Mädchen hier in diesem Theater spielen gehört. Und sie hat alles so überrascht. Und jetzt kommt sie zurück als reife Künstlerin und ist eine der besten Instrumentalistinnen der Welt geworden. Bei meinem Film über meine Heimat Argentinien darf natürlich auch Tango und Bandoneon nicht fehlen. Jetzt haben wir das Glück gehabt, heute einen super Bandoneonspieler treffen zu können. Eine von der jungen Generation, der Gabriel Merlino. Schauen Sie selbst. Zum Beispiel, dieses Bandoneon war von meinem Großvater. Ich glaube, dass die Seele oder ein Teil von der Seele von meinem Großvater ist hier. Ich habe meine Frau, Valina Tajini, über Tango Musik kennengelernt. So, Tango für mich ist nicht nur Musik, ist auch mein Leben. Tango Musik ist mehr, ist unsere Atmung. Okay? Ich bin sofort in Kontakt mit meiner Seele, mit meinem Körper. Die Rhythmen sind immer gleich, ne? Zum Beispiel ein klassischer Tango hat zwei typische Rhythmen. Das ist Viertelnoten, ne? Zum Beispiel. Und auch Synkope, ne? Und dann mit Piazzolla-Musik kann andere Rhythmen, okay, auch, wie zum Beispiel 3-3-2 heißt diese Rhythmen. Das ist zum Beispiel, ich habe es gespielt bei Libertango. No? Jetzt das. Er hat das von jüdischer Musik genommen. Und man kann es auch in Popmusik finden. No? Heute wir verwenden viel auch diese Rhythmen in Tango Musik. Es gibt jetzt eine neue Mode mit Tango Musik, aber das kommt von Europa. Von Europa und USA oder Brasil nach Argentinien. Kommerziell Musik ist. Gleicher Akkord. Lounge ist für ein Drink mit Freunden oder zwei oder drei. Okay.
Wir sind hier jetzt in Rio de la Plata mit Bertrand. In kurzem steigen wir ein und wir fliegen nach Córdoba. Aber bevor wir nach Córdoba fliegen, wollten wir einen kleinen Spaziergang machen hier in Rio de la Plata. Rio de la Plata, das ist der größte Fluss der Welt. Und natürlich, wo liegt es? In meiner Heimat. Bis dann. Alea Niva. Das ist nicht Karibik, leider. Par contre, là, j'aimerais bien faire du bateau comme lui, là. Tu fais ça? Aber wenn Sie weiterschauen, hier gegenüber sieht man nichts, aber es ist Montevideo, das ist schon Uruguay. Und hier sieht man San Isidro, ein anderes Quartier Buenos Aires. Es waren ganz, ganz tolle Tage hier. Ich habe so viele Menschen gesehen, die ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Wahrscheinlich 15, 20 Jahre. Aber jetzt freue ich mich natürlich besonders auf Córdoba. Córdoba ist natürlich meine Stadt. Dort bin ich auch geboren, bin ich auch in die Schule gegangen. Wir werden Abendessen haben mit Freundinnen, die ich auch seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also gute Reise mit mir. Bis dann. Ich habe damals ein bisschen so gemacht. Wir kennen uns seit wir 5 Jahre alt sind. No, estoy entendiendo nada. No pasa nada. Le estoy diciendo que nos conocemos. El policía. Wir hatten einen Polizist getroffen, angetroffen vorher. Er kam so seriös an, neben mir so vorbei und dann sagt er mir: Wunderschöne Frau. Das passiert nur in Argentinien, ja. Qué vergüenza. Hermosa. Hier durch diese Türe bin ich auch als 7-jähriges Kind reingegangen. Hier habe ich im Orchester gespielt. Das war ein Kinderorchester. Ich war wahrscheinlich, ja, zwischen 7 und 10 bin ich täglich gekommen, hier um Musik zu machen. Das ist natürlich der Haupteingang vom Theater. Da bin ich oft gekommen, um Oper zu hören. Und jetzt mich hier zu sehen, das ist natürlich schon ein sehr schöner Moment. Ich bin seit Jahren nicht mehr gewesen. Wirklich 20 Jahre habe ich nicht mehr in diesem Theater gespielt. Das ist so ein schönes Foto und so ein großes Plakat hier vorstellen. Das ist für mich sehr berührend. Schon. Also, das ist das Teatro del Libertador, wo ich in einer Stunde, maximal in einer Stunde, fängt der Höhepunkt meine große Tournee in Südamerika. Es ist natürlich besonders schön gewesen heute in der Probe, weil es, wie Sie sehen können, es ist eigentlich ein sehr schiefer Boden. So muss ich spielen und auch so ist das Klavier. Wir haben eine Stunde lang diskutiert hier, wie könnte man dieses Klavier gerade bekommen, aber niemand wusste wie. Insofern wird heute mein Pianist so spielen müssen und ich glaube, ich so auch ein bisschen nach vorne. Aber es macht ja nicht. In diesen Stühlen habe ich auch meine ersten Wettbewerben gespielt. Ich weiß es noch, ich war 7 oder 6 Jahre alt und meine Füße sind gar nicht auf dem Boden gekommen. Aber die Stühle sind immer noch die gleichen. Thank you.
ist wirklich genial. Es hat sich nichts geändert. Wir fahren jetzt zu La Ciudad Universitaria. Dort habe ich angefangen mit der Suzuki-Methode. Dort habe ich angefangen, Musik zu machen überhaupt. Und da war ich etwa 2,5 Jahre alt mit der Geige. Jetzt werden wir meinen Lehrer treffen, mit dem ich mit 2 Jahre alt schon angefangen habe. Das Prinzip von Suzuki-Methode ist so, dass ein Lehrer eine Melodie vorspielt und die Kinder, ich weiß es nicht wie, es ist unglaublich, auditiv wahrscheinlich einfach gespeichert konnten, was der Lehrer gemacht haben und sie fangen an, das nachzukopieren. Eigentlich, das ist der Sinn der Suzuki-Methode. Sie lesen keine Noten, aber die Intuition wird sehr gefördert. Fantastico, realmente increíble. Super hermoso. Sol kannte ich schon, da war sie noch ganz klein. Ich habe damals ihren Bruder Andres unterrichtet, der 5 Jahre älter ist. Und eigentlich habe ich sie schon kennengelernt, da war sie noch im Bauch ihrer Mutter. So kann ich sagen, ich kenne sie schon wirklich sehr, sehr lange und durfte sie begleiten von ihren ersten Anfängen an, nicht nur in der Musik. Ich habe so viele Erinnerungen an diese Zeit, ich kann es euch gar nicht sagen. Mamá, puede comenzar. Ihr müsst wissen, hinter der kleinen Sol steckte ein großer Motor, ihre Mama. Sie ist eine tolle Pianistin und wunderbare Freundin, die ich kenne, seit wir gemeinsam am Konservatorium studiert haben. Keinen Moment hat sie gezögert, ihre eigene Karriere zu beenden und nur für diese hochbegabten Kinder da zu sein. Und was sie erreicht hat, das sehen wir hier. Querés tocar algo encantadísimo para los chicos, sería bárbaro, como vos quieras. Pasa que no tengo el cello. Pero un placer. Es wäre so schön, wenn du etwas für uns spielen könntest. No, no es eso. Aber ich habe doch gar nichts vorbereitet. Oh, ich war. Thank you.
genossen, hier wieder zu sein und hier zu spielen für meine Leute, für meine Heimat. Ich verabschiede mich von Ihnen jetzt aus Córdoba, aus Teatro del Libertador, und wir sehen uns bald bei Klick-Klack.